Wo sind wir? Pumpen. Wichtig ist immer regelmäßig pumpen geht. Von nichts kommt nichts in den Tag. Ob davon so viel kommt, weiß ich auch nicht. Ja, einseitig, ne? Wir hängen den Güllefass ab und wir haben eine mechanische Stütze. Also eine Pumpstütze. Pumpen bringt's. Da wächst schon mal dran. Weil wir nämlich gerade Ankes Pony abhängen und der wird gleich ein wenig umgerüstet. Lasst euch überraschen, was wir tun. Was für ein Videoschatz. Ja. Willst du mich ja nicht haben? Wenn du so frech bist. Ich bin überhaupt nicht frech. Immer. Wir machen noch mal ganz kurz einen kleinen guten Abend-Schock hier aus dem Gerstenbestand. Apropos Schock, der sieht geschockt aus. Ich tue einfach alles kaputt trampeln. Ja, das machst du bei, mach ich bei dir auch immer, genau. Aber du mit deinen kleinen Füßen kannst gar nicht so viel kaputt trampeln. Haha. Also, warum Schock? Weil wir gestern hatten wir, wie viel Grad hatten wir gestern? 26 Grad, ne? Und die haben schon gereicht, damit die halbfertige Gerste ihre Ähren schiebt hier. Sieh dir die Grandenspitzen. Da gibt es doch bestimmt eine gute Bauernregel zu, oder? Schiebt die Gerste schon im Mai? Ist mit dem Sommer schnell vorbei? Okay, das ist die offizielle Bauernregel für geschossene Gerste. Nein, wann schießt sie denn sonst? Keine Ahnung. Also nein, das ist ja eigentlich halbwegs normal, aber ich finde, da fehlt noch ein bisschen Höhe und die sieht noch ein bisschen... Ja, das ist das. Aber du bist jetzt auch in einem guten Teil fürs Video extra in den guten... Also, das sollte ich nicht sagen. Oh, ach, ich sollte mich hinknien, ne? Genau. Boah, ist die Gerste hoch. Guck mal, die geht dir bis zur Hüfte, Anke. Ey, das wirkt voll cool. Komm, wir machen mal kurz einen neuen Anfang, warte. Hier steht Anke in der Gerste. Anke ist zwar nicht die größte, aber die Gerste geht dir bis zum Hintern. Warte. Alles gemein. Und wir haben sie zum Glück nicht eingekürzt. Man kann die Gerste ja reinkürzen. Getreide kürzt man schon mal schnell ein, um die Standfestigkeit zu erhöhen. Aber wir haben es nicht getan. Okay, die Perspektive passt ein bisschen besser. Riese Anke im Getreide. Jetzt ist auch noch die Kamera leer gegangen. Also ich muss einfach noch was machen heute und habe es jetzt getan. So, Punkt. Pflicht erfüllt. Die Gerste könnte einfach wesentlich besser aussehen, dieser mega gestresst und ich glaube, in den nächsten zwei Tagen haben wir andere Sachen zu tun, als um die Gerste zu kümmern, weil wir werden nämlich jetzt gleich... Grasmähen, Roggenmähen. Ja, ja. Und dann geht's... Geht dem Schweinebauer mal, was man wirklich so macht, den ganzen Tag. Wenden, Schwaden, silieren, Silo zumachen. Da will ich auch wieder Schwaden? Nein. Letztes Jahr zweimal geschrottet, nein. Zweimal war ich nicht, ich war einmal, du warst ja, einmal. Ich habe auch einmal geschrottet. Also den finalen Schrott hast du gemacht. Den absolut finalen Schrottschrott. Okay. Jetzt ist auch an der Zeit, dass wir Feier machen. Wir haben jetzt noch Vorstandssitzung vom Bauernverbandskreisvorstand. Da hört sich überhaupt. Kreisvorstand haben wir heute. Ja, wir Kreisvorstand. Aber natürlich alles wieder über Zoom. Wir werden uns dabei auf die Couch schlummeln, zwischendurch mal schlaue Kommentare loslassen und dann kurz vorm Ende wieder einschlafen. Nein, das machen wir nicht. Ich bin müde. Konzentrier dich mal ein bisschen. Kennt ihr eigentlich schon Ankes Spezialauto? Das ist der Agrarkombo. Das Auto für alles. Ist sich auch für nichts zu schade, das Auto. So, habt einen charmanten Abend noch. Ich habe übrigens neues Wasser bestellt, ist leer. Tschüss. Moin! Irgendwer hat sich überlegt, dass die Schlachthöfe ja über Tag schlachten, also morgenszeitig anfangen, damit sie nachts sauber gemacht werden können. Aber damit sie morgenszeitig anfangen können zu schlachten, müssen wir manchmal auch ganz früh anfangen, Schweine aufzuladen. Und das machen wir jetzt heute. Mal wieder ein Zugspannchen verladen. Um eine unchristliche Zeit. 5 Uhr. 4.55 Uhr am aktuell. Aber schon schön, wie die Natur auch wird.
heute so ein bisschen Grasmähen angesagt. Bei Anke. Und ja, dann wird bald saliert. Und wir hoffen mal, dass das Wetter ein bisschen stabiler wird. Die ersten 18 Mädels und 5 Jungs sind verladen. Und jetzt gehen wir rüber zum neuen Mastall. Da kommen jetzt auch noch ein paar raus. Der ist aber so gut wie leer, da sind schon wieder jede Menge neue drin. Was ist wichtig beim Verladen? Die eindeutige Kennzeichnung, PH-Schlagstempel. Hört sich scheiße an, ist auch nicht ideal. Letztendlich ist es nichts anderes als eine kleine Tätowierung, die wir den Schweinen verpassen. Und da ist unsere Betriebsnummer drauf. Und so kann man am Schlachthof eindeutig feststellen, aus welchem Stall welches Schwein kommt. Das ist Sinn und Zweck der ganzen Übung. Rückverfolgbarkeit und Co. Und da ist in Deutschland der Schlagstempel Mittel der Wahl. Es gibt auch Alternativen wie Ohrmarken und so. Ist aber auch eine Menge Arbeit. So, auf geht's. Jetzt werde ich euch mal im Stall zeigen, wie man so ein Schwein schlägt. Und zwar muss man die Schulter treffen, damit die Nummer auf einer Seite vom Schwein ist. Die Nummer, da ist jetzt Tisch dran. Gucken, dass einer auf dem Knie hat. Das kannst du auf jeden Fall filmen. Das ist die Nummer. Und ihr seht, das ist ein kurzer Moment. Aua! Normalerweise ist das Ganze auch etwas koordinierter. Fürs Video haben wir es mal so gemacht. Der Schlagstempel beinhaltet quasi unsere Betriebsnummer, den Kreis und das X ist für Eber. Das ist extra in einem Schlachthof, damit sie die Eber auch sortieren können. Wir werden Schweinchen geschlagen. Und jetzt wird weiter verladen. Hopp, hopp. Letzte Anlaufstelle für heute. Wir machen jetzt die letzten Schweinchen drauf und dann ist Frühstückstime. Da fahre ich jetzt, ne? Wir hatten noch nie richtig Stress. Aber jetzt kommt es zum allerersten Mal zu. Also, folgendes. Anke musste den Schwader anhängen. Der Wender ist das, ne? Das ist ja, der Wender. Anhängen und sagt, ich habe keine Oberlenkerkugel. Ich sage, kein Problem, bringe ich dir rüber. Jetzt bin ich mit dem Trecker rübergefahren, da kam sie auf die gute Idee, dass wir den 516 da dranhängen können. Und jetzt sagt sie? Ich fahre jetzt. Aber der Klaas ist auch ein toller Trecker. Ich weiß. Ist doch gar nicht, ist doch gar nicht angehangen. Ich habe den Trecker von der Farbe falsch herum angehängt, hast du gemerkt? Oh ja. Tschüss! Jetzt will ich auch wieder. Frechheit hier. Trecker-Diebstahl. Da wollte ich der Klaas. Da muss ich auch ran. Anke hat gestern gemäht. Hat leider ein bisschen geregnet gestern. Ein bisschen mehr als erwartet. Aber, ja, zum Glück. Ins frische Gras rein. Kannst du einstellen, wie stark er lenken soll, ne? Ja, das kannst du jetzt gleich alle machen, ne? Also ich kann jedem Schweinehalter empfehlen, mal zwischendurch mit einer Milchviehhalter zu quatschen und mal zu tauschen, weil Grasbergen ist ein ganz anderes Arbeiten als Anlaufmacker. Das schockt richtig.
Und man hat direkt mit dem Gut zu tun. Mit dem was? Mit dem Gut. Mit dem Mähgut. Nee, Erntegut. Okay, also machst du jetzt weiter. Gut. Immer weiter, bis du in Frühstück auf was. Das ist Anke Knuff bei ihrer Lieblingsbeschäftigung. Trecker fahren, stundenlang. Das ist Dirk Nienaus bei seiner Lieblingsbeschäftigung. Das ist immer Lieblingsbeschäftigung. Die auf den Sack gehen oder was? Okay. Da ist die Janina Gedächtniswiese. Der Nenax grün. Passt, 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 passt. Muss man schon ziemlich aufpassen, was man tut. Vor allem, wenn Telegrafenmasten im Feld stehen. Schatz. Ja, dann sieht das Spiel erst nicht, ne? Weißt du, der Freund vom Freund, in diesem Fall kommt immer wieder zum Zuge. Der letzte Telegrafenmasten übersehen. Lump. Da muss man so schwarz allein. Nee, erst haben wir den repariert. Ah, ja, genau. Dann habe ich den noch mal kurz. Also dein Freund vom Freund hat es danach dann. Dann hat mein Freund vom Freund. Shit happens. Und dann mussten wir uns einen leihen. Stimmt, so war's. Der war etwas kleiner. Jetzt ist er fertig geworden. Weil der hat nämlich 4 Kreisel, der andere hatte bloß einen Kreisel. Aber ja, er war minimal kleiner. Dann ist der, Ladewagen neben mir hergedüst und hat die Kitten aufgenommen, die gemäht waren. Die kleinen. Die gemähten? Ja. Ja, ich hatte ja nicht alles Ja, du musst ein bisschen. Ne? Ja, Dirk. Entschuldigung, ich hatte nur gerade Sorge, dass. Ich war doch schon am Lenken. Ich hatte gerade. Da lag doch nicht so viel. Da war noch mal ein Sauberschnitt. Stimmt. Da hinterm Bauch steht der Freund vom Freund, weißt du? Heute am Vatertag gehe ich Anke auf den Sack. Tut mir leid, Schatz. Ich dachte, an dem Tag fällt man nicht. Nein, an dem Tag geht es auch um den Sack. Und bei Anke brennt die Hütte wegen Eisverkauf. Das machen deine Eltern. Ich bin zu Hause noch so ein bisschen Druck mit meinen Kindern. Ist Pool Vater aufbauen. Heute. Pool aufbauen und so. Jetzt leiste ich Anke gerade ein bisschen mentale Unterstützung hier. Aber ich habe manchmal das Gefühl. Das ist auch immer total sinnvoll, dass du guckst, wo ich fahre. Ist mal schlechter, okay. Ich guck weg. Ich guck immer ein bisschen. Weißt du, was wir jetzt gleich machen? Das Martin-Rüther-Gespräch. Mhm. Das kommt hier nach. Also nicht in dieser Folge. Das müsst ihr ja dann schon wieder das nächste schauen. Also? Du versprichst ihn dann mit Martin Rüther jetzt auch schon seit gefühlt. Ja, und irgendwie sind wir denn hier zum Kommen. 15 Folgen. Deswegen machen wir das jetzt. Schaffst du das, Schatzi? Ja, ja. Tu ihn mal. Ich kann jetzt. Ja, sicher. Jetzt gleich habe ich Zeit. Okay. Nur außenrum nicht. Weißt du, jetzt mache ich gleich mein GPS an. Aber die Linie habe ich schon im Kopf. Ja. Ist gesetzt. Hast du die Arbeitsbreite eingesetzt? Ja, klar. Wie weit? Ja, so. Was ist denn das? Ein Zwattro. Ein Zwattro irgendwas. Also ein 4-Stern, der macht so 12 Meter, glaube ich, ne? Ja, ich fahre nicht auf voller Arbeitsbreite. Weil du sehr gerne mit Trecker fährst, fährst du lieber ein paar Bahnen extra. Ja, die werden so groß, die Kitten, weißt du, weil so viel Ertrag. Ja, bap. Okay, jetzt will Anke hier einmal drehen. Sieht schön imposant aus von hier. Imposant? Imposant ist ähnlich wie Armin Fuchs. Warum war der denn so breit jetzt? Den hast du in der letzten Ecke nicht wieder klein gestellt. Oh, hat er gut geklappt. Ich würde ihn so weit lassen. Dirk, jaha. Der war so wenig Gras. Du weißt, dass ich die Kupplung brauche. Ich vergesse das immer. Fennfahrerproblem. Tschüssi. Thank you.
Was macht sie? Stopp! Stopp! Was machst du? Wir sind auf Fluglos unterwegs. Ich hab einen Flug. So ist wohl der Flugplatz. Was? Okay. Ja, ich hab gedacht, beim Gras macht das einfach auch nur mal ab und zu Sinn zu flügen. Ja. So wie du dein Gras weggemacht hast, ne? In Mennekes Arbeit, das kann ich mir hier nicht erlauben. Ist halt der schnellste Weg, eine Grasnarbe sauber wegzukriegen. Richtig. Okay. Es geht komplett gegen meine Überzeugung, aber. Du musst ja auch kein Gras machen. Man muss in Beziehungen ja auch mal Kompromisse eingehen. Scheiße, dann ist der Kompromiss schon wieder weg für mich, oder was? Verdammt. Meine Nummer. Was hast du in der krummen Reihe? Wächst mehr, oder was? Das warst du! Wo bist du hinterhältig? Du hast gesagt, setz dich mal drauf. Ah, nein. Und jetzt kommst du hier. Du hast wohl eine ziemlich. Krumm und schief, oder was? Was sind das für Vögel? Ich hatte gestern Toten davon gefunden. Also die das großen. Das sind Dohlen. Das sind Dohlen, okay. Die mit dem weißen Kopf. Und die kleinen? Das sind. Keine Dohlen. Hier diese düsseligen Dohlen. Okay, ich habe eine Million Stare. Star, genau, stimmt. Amsel, Drossel, Ding, ich werde jetzt keine Kommentare zu Vögeln machen. Ach. Hast du schon, merkst du, ne? Sag mal, macht das nicht Sinn, wenn ich jetzt hier einfach etwas schneide? Ja, genau. Okay, wo mache ich Schneide? Nee, mit Blau plus, Blau minus. Oder du fährst einfach ein bisschen rüber. Nach innen kannst du ein bisschen reinfahren, das fällt nicht auf. Weil wir stehen ja unter Beobachtung. Unter Beobachtung derer, die sonst immer geflüchtet haben und jetzt gesagt haben, ey, flügen. Also wir haben ja gesagt, Flügen brauchen wir nicht in den meisten Fällen und jetzt flügen wir da und jetzt werden wir gewuchtet. Das ist krass. Wann muss ich links und rechts fahren? Ja, das wirst du rauskriegen im Laufe des Tages. Also wenn ich noch nie geflügt hätte. Ja, mit zwei Schar. Ja, stimmt. Du hast da, jetzt auf der Fläche. Sechs Schar hast du jetzt. Auf der Fläche mit zwei Schar. Okay, zwei Schar ist ungefähr eineinhalb Maisreihe. Anke nimmt jetzt gerade 3 Meter mit. Sie hat den sechs Schar auf 50 cm eingestellt. Und wir haben jetzt gerade mal ein bisschen rumexperimentiert. Und jetzt läuft er wohl. Ja, und dabei. Wann mache ich End? Wenn der raus ist. Und wenn die Furche vorne zu ist. Wenn der Trecker raus ist? Wenn der Furche vorne zu ist. Jetzt? Ja. Okay. Langsamer! Genau, so perfekt. Warte, ich zeig's dir mal. Komm mal runter, Schatzi. Ja, du kannst einfach absteigen ohne. Ja, ich hatte jetzt hast du von gestern genau bekommen. Richtig gemacht. Weil da die Spitze jetzt ist. Genau, die Spitze, da ist die Spitze von der Eisen, ersten Wand und die andere ist, und du hast keine Furche. Die Kunst ist jetzt, das genau hier auch hinzukriegen. Aber weil wir hier eine Schräge haben, lässt sich das nicht immer so gut realisieren. Jetzt musst du ein bisschen länger ziehen. Aber du kriegst es hin. Wie fühlt man sich denn so klein? Berichte mal darüber, ich habe keine Ahnung. Jetzt zum ersten Mal den Flug selber wenden. Seid dabei. Das hat sie schon öfters gemacht, aber diesen kommen jetzt noch nicht. Wir haben jetzt da vorne so ein kleines 1,2 Tonnen Gewicht drin. Müssen wir auf jeden Fall haben. Und da fährt sie schon direkt zur falschen Seite weg. Wenn man zur anderen Seite wegfährt, kommt man besser. Okay, sie hat den Fehler bemerkt. Ich hoffe, sie sieht dieses Video später nicht. Hört dieses Quietschen so, als ob man im Schnee fährt? Nein, du musst geflügt in den Hinwände machen. Dann kommst du so rum rein. Ja, aber ich bin auch so gefahren. Nein, du bist so gefahren, das ist egal. Ist ja nicht schlimm, ich hab's ja auf Video. Oh. Wir sind übrigens am Grashäcksel parallel. Ankes Onkel ist am Gülle fahren. Und jetzt werde ich mal schauen, wie sie einsetzt. Kennt ihr das, wenn euch einer die ganze Zeit zuguckt und euch maximal verunsichert bei der Arbeit? Ich glaube, so fühlt sich Anke gerade. So, wichtig ist, dass der Flug auf allen Scharen gleichzeitig arbeitet, gleichmäßig tief. Das sieht ganz gut aus. Wir werden gleich nochmal von der Seite schauen. Vorderfurche passt auch. Ja, das haut hin. Man muss einfach erst einmal
ein paar Bahnen ziehen, bevor man den Flug wirklich einstellt, weil der jetzt wieder zu lang gestanden hat. Der Trecker ist ein anderer und du musst einfach Sachen einstellen. Jetzt haben wir es aber. Also ich fliege mit 6,5 km/h. Das ist zum Laufen zu langsam. Also ich habe gesagt, dass... Oh. Möchtest du dir noch irgendwas sagen zu deinem Drehen gerade? Du hast nach 3 Sekunden mal die Kamera da gelesen. Ja, das stimmt. Ich habe mich nach rechts hin rausgedreht. Also ich bin am Ende nach rechts gefahren, habe dann aber andersrum umgedreht, das stimmt. Weil du mir auf die Nüsse gegangen bist mit ich nirg nebenher. Ich habe nur noch im Kopf gehabt, dass ich am Ende ja nach rechts gefahren bin, aber dann das andere nicht mehr. Also es ist quasi wie immer, ich bin schuld. Aber hattest du das irgendwie anders gedacht? Nö, war gut. Also immer zum Flüchten rein und dann ist auch egal. Ja, das habe ich ja gemacht. Wir werden es jetzt erklären. Unter uns beiden.